Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier beim Gemeinschaftscall der letzten Generation am 22. April 2024. Ich bin Lars aus der Strategiegruppe, darf heute wieder ein bisschen moderieren. Freue mich, dass ihr jetzt hier live dabei seid oder dass ihr euch die Aufzeichnung reinzieht. Und ja, wir hören wieder, was gerade so in der Bewegung passiert ist, gucken vor allen Dingen auf die vergangenen Proteste und schauen dann auch nochmal auf, was gerade rund um die Europawahl passiert. Und ja, lass uns eigentlich direkt reinsteigen. Und ich freue mich, dass Malte heute hier ist, um vom ja, Protest am Ölhafen bei Karlsruhe zu berichten, wo er ja einige Zeit ja auch auf dem Wasser verbracht habt. Malte, bitte. Ja, hi. Genau. Wir waren letzten Mittwoch zu 12 auf dem Wasser vom Ölhafen Karlsruhe mit aufblasbaren Kajaks. Genau, und zwar haben wir so gegen 9 Uhr angefangen, die aufzublasen. Das hat auch echt ein bisschen gedauert bei 12 Dingern. Und haben noch ein paar letzte Statements aufgenommen, Westen angezogen, hatten auch so mega, mega schicke Warnwesten mit dem Elefantenlogo drauf. Haben dann gegen 10 Uhr den Kanal betreten, haben dort mit Absperrband nochmal wirklich sichtbar abgesperrt, haben einen Banner hingehangen, Stopp wegen Klimakatastrophe geschlossen. Dann haben auch einige Menschen noch Ansagen durch ein Megafon gemacht, auch am Hafen selbst, dass der jetzt eben geschlossen ist und eben auch ganz klar die Gründe aufgezählt, Klimakatastrophe und genau, die Polizei kam relativ schnell, aber erstmal an Land. Und das war so recht knapp dann noch mit dem Banner aufhängen, weil wir dafür, Lennart musste dafür wieder an Land gehen und es waren so 15 Sekunden, die da gefehlt hätten. Genau, aber ansonsten war das relativ entspannt dann auch zuerst noch. Die Wasserpolizei kam nach ein paar Minuten, aber erstmal mit einem großen Schiff, dann mit einem zweiten großen Schiff. Wir haben die aber auch davon abgehalten, den Hafen zu betreten, weil wir dann immer davor gefahren sind. Und ja, dann ist eigentlich eine lange Zeit nichts passiert. Wir haben auf dem Wasser noch einige Statements aufgenommen und irgendwann kam dann ein Motorboot von der Polizei. Und dann fing es auch an mit Ansagen, dass die Versammlung jetzt aufgelöst wird. Davon hatten wir dann, ich glaube, drei erste Ansagen, weil die Polizei irgendwann festgestellt hat, dass ja alle Menschen diese Ansage auch hören müssten und sie sich dann nach ein paar Versuchen mit den Lautsprechern am Hafen selbst verbunden haben und das dann darüber gemacht haben. Und genau, die haben dann eben gesagt, dass die Stadt Karlsruhe die Versammlung aufgelöst hat und dass wir das Wasser doch schnellstmöglich verlassen sollen. Und das war dann so gegen 15 Uhr, also als schon 5 Stunden auch keine Schiffe mehr rein oder raus konnten und auch teilweise die Schiffe, die da waren, nicht mehr be- oder entladen werden durften. Genau, dann haben wir uns ein bisschen auf dem Wasser verteilt. Ich bin einen Pfahl hochgeklettert, bin damit im Grunde sogar mal der Anweisung gefolgt, habe das Wasser verlassen. Und Lasse und Nick sind auch noch Pfähle hochgeklettert. Und genau, dann kam die Polizei mit einem Motorboot und mit einem Schlauchboot und hat die Aktivistinnen mit den Kajaks eingefangen und dann langsam zum Rand vom Becken begleitet. Das hat auch schon einige Zeit gedauert. Die haben die Absperrung wieder abgemacht, waren aber doch ein bisschen ratlos, wie die uns jetzt von den Pfählen runterholen sollen. Genau, haben es immer wieder versucht, uns da runter zu beten, haben aber auch unsere Kajaks mitgenommen. Also wir wären auch gar nicht mehr selbstständig runtergekommen. Und ja, dann nach einer Zeit wurde es auch ein bisschen ungemütlich da oben. Wir hatten recht wenig Fläche zu sitzen. Also diese Pfähle waren von innen hohl und obendrauf war nur so eine Lichtkugel. Aber ansonsten nicht wirklich Platz zum Sitzen. Und irgendwann hat dann auch Gewitter angefangen. Ja, aber Lasse und Nick haben den Notruf angerufen, weil die Polizei, also weil sie versucht haben, auf sich aufmerksam zu machen und es aber
so nicht geklappt hat und mussten dann erstmal mit dem verwirrten Menschen im Notruf erklären, wo genau sie gerade sind und was gerade die Situation ist, weil die das nicht ganz so verstanden haben, und wurden dann auch abgeholt. Und dann saß ich noch alleine auf meinem Pfahl da oben, ein bisschen, und irgendwann kam dann tatsächlich das SEK angeflogen, per Helikopter, und ja, hat mich dann da als Höheninterventionsteam runtergebracht von dem Pfahl, und damit war dann nach 9 Stunden Blockade auch doch wieder der Hafen frei. Aber in dieser Zeit auch wurden 9 Schiffe daran gehindert, in den Hafen einzufahren. 9 Schiffe konnten nicht ausfahren, und genau, also teilweise war auch das Be- und Entladen der Schiffe gestoppt. Ja, sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Ja, vielen Dank dir, Malte, dass du so ein bisschen genau davon berichtet hast, wie das eigentlich so abläuft, was ihr da gemacht habt, ne? Weil manchmal, ja, sieht man dann so ein paar Bilder irgendwie und sieht auch die Statements, aber einfach, ja, da, um sich besser in die Situation auch hineinversetzen zu können, was ihr da gemacht habt, war das, glaube ich, total hilfreich. Vielen Dank dir. Und ja, auch danke euch allen, was ihr da für einen Aufwand betreibt, auch bei diesem Protest, aber auch schon bei anderen, wie viel Kreativität, Mut und Risikobereitschaft ihr da an den Tag legt. Das ist wirklich ja, so krass und so toll, da den Finger in die Wunde zu legen an genau eben diesen Orten der Ungerechtigkeit, wo wir immer wieder hingehen wollen und immer wieder hingehen müssen. Ja, wo es einfach allen ins Auge sticht, ja, das geht doch eigentlich hier nicht so weiter. Wir wissen doch eigentlich alle Bescheid, aber dass man dann ja mit einer Handvoll Leuten dann schon dafür so viel Aufruhr sorgen kann, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen jetzt auch an alle Leute irgendwie da draußen. Wir können uns einsetzen, sozusagen auch als Individuum die eigene Verantwortung wahrnehmen, und das ist super, super wichtig, und das kriegen immer mehr Leute mit. Vielen Dank euch dafür und fürs Berichten. Und das war ja sozusagen ein Arm von dem, was wir gerade so tun, und ein anderer sind ja, eigentlich für die meisten Menschen gerade ganz, ganz zentral die ungehorsamen Versammlungen, die jetzt in ganz Deutschland über die letzten Wochen immer wieder stattfinden und jetzt auch am Wochenende in verschiedenen Städten stattgefunden haben. Und wir hören jetzt aus 2 Städten ja Erfahrungsberichte, genau, wie es da so war, wie da so die Gegebenheiten waren in den Städten und ja, auch was den Teilnehmerinnen da widerfahren ist. Und ich freue mich jetzt, dass zunächst Melissa aus Aschaffenburg berichtet. Melissa, bitte. Ja, hi. Genau, also ich bin Melissa und ich darf heute ein bisschen was von der UV am 13. April in Aschaffenburg berichten. Wir hatten als Ort der Versammlung den Herstallturm ausgewählt. Das ist quasi so eine bisschen größere Verkehrsinsel zwischen 2 Hauptverkehrsstraßen in Aschaffenburg. Und auf dieser Verkehrsinsel hatten die Omas gegen rechts vorab schon eine Mahnwache angemeldet. Die unterstützen uns in Aschaffenburg auch wirklich ganz toll, und die hatten quasi einen Zeitpunkt vor 12 Uhr angemeldet und haben ihre Mahnwache dann um 12 Uhr beendet. Und anschließend haben wir dann mit unserer ungehorsamen Versammlung begonnen. Und die Fridays for Future waren dann auch mit dabei und sind auch mit auf die Straße gegangen. Also das heißt, wir haben dann die Straßen rechts und links von dieser Verkehrsinsel, diese Hauptverkehrsstraßen, besetzt. Da waren insgesamt ca. 35 Menschen auf der Straße und haben sich dann räumen lassen. Aber auf der Verkehrsinsel selbst waren dann noch um die 100 unterstützende Personen. Teilweise hatten Einzelpersonen auch schon angekündigt, dass sie kommen werden. Aber ich glaube, der Ort der Versammlung war auch ganz gut gewählt, weil sehr viel einfach Passant, die dort vorbeikommen und sich dann auch einfach spontan da noch mit angeschlossen haben. Ja, und die Polizei wollte uns jetzt nicht auf der Straße gewähren lassen, sondern hat eben die Versammlung beschränkt auf diese große Verkehrsinsel, auf den Kurt-Eisner-Platz, und hat dann eben nach mehreren Ansagen begonnen, uns zu räumen, hat aber dann auch nur Platzverweis für diese Straßen tatsächlich erteilt, nicht für den Platz. Und wir durften dann auch noch bis 14 Uhr an der Versammlung teilnehmen. Und anschließend haben wir dann noch einen Protestmarsch gemacht, der
nochmal eine, ja, fast eine Stunde gedauert hat, durch die Innenstadt am Hauptbahnhof vorbei. Und das war auch, da war eine richtig schöne Stimmung auch mit Protestliedern und Chants. Und anschließend, ja, sind wir nochmal in die Küfer zusammen. Da haben sich auch nochmal einige neue Menschen mit angeschlossen. Und ja, wir haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass von den anderen Organisationen in Aschaffenburg, die jetzt noch nicht offiziell als Organisationen sich beteiligt hatten, da waren aber Einzelpersonen eben privat vor Ort. Wir vermuten einfach, dass sie sich das erstmal anschauen wollten, wie so eine Versammlung überhaupt abläuft, und haben jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir die jetzt überzeugen können, beim nächsten Mal sich dann auch offiziell irgendwie damit dran zu beteiligen. Und ich, ja, für Aschaffenburg mit so circa 70.000 EinwohnerInnen habe ich das auf jeden Fall als Erfolg verbucht. Und es ist alles friedlich abgelaufen, aber trotzdem widerständig. Und ja, also ich fand es richtig schön. Vielen Dank dir, Melissa, fürs Berichten, wie es in Aschaffenburg lief. Und genau, das war ja sozusagen vorletztes Wochenende am 13. neben Berlin, Düsseldorf und Hamburg, wart ihr da auf der Straße. Und ja, genau, es zu versuchen, in alle Städte zu bringen, auch wenn Aschaffenburg jetzt ja vielleicht bisher noch nicht so als die Protesthochburg bekannt ist, bei mir zumindest. Und jetzt vor 2 Tagen gab es auch wieder zahlreiche Versammlungen in der Republik, Bremen, Freiburg, Heidelberg, Münster, Regensburg, Saarbrücken, richtig viel einfach, ja, was da passiert ist. Und ich freue mich jetzt auch richtig, dass Jessie aus Karlsruhe auch noch berichtet, wie es für sie war. Hey, ja, danke, dass ich kurz was sagen darf. Genau, Jessie aus der WIG in Karlsruhe. Wir sind momentan so 10 bis 20 Menschen, die regelmäßig in die Treffen kommen, aber natürlich weitaus mehr, die immer mal wieder unterstützen bei allen möglichen Aktionen. Und jetzt zum Semesterstart ist tatsächlich auch viel gelaufen: Bannerdrops, Störaktionen in Vorlesungen. Und aber eben auch die UV in Heidelberg, wo wir mit Teilen der Karlsruher WIG Widerstandsgruppe genau hingefahren sind, um zu unterstützen. Wir waren auf dem Bismarckplatz, auch ziemlich zentraler Verkehrsknotenpunkt in Heidelberg. Und es gab eine angemeldete Mahnwache auf dem Grünstreifen mit einem super organisierten und ausführlichen Programm mit vielen, vielen Redebeiträgen. Es hat eine Hebamme gesprochen, es hat ein Klimawissenschaftler gesprochen, es gab einen Protestchor, noch viele andere Dinge, die ich selbst gar nicht so mitbekommen habe, weil ich auf der Straße stand. Genau. Und es gab eben auch eine Critical Mass, die das Ganze so ein bisschen eingeleitet hat. Das waren schätzungsweise 30 bis 40 Leute auf Fahrrädern, und wir sind haben die Polizei verwirrt in dem Sinne, dass wir eine oder mehrere Runden mit der Critical Mass gefahren sind und dann irgendwie uns schon so ein bisschen auf die Fahrbahn ausgebreitet haben. Und es war eine krasse Polizeipräsenz da. Also es waren bestimmt 20 Riesen Wägen, die schon vor Ort waren, PolizistInnen, die auf beiden Seiten von der Straße schon fast kesselbereit waren. Also es war echt krass, wie viel da war. Und genau, also ein Teil der Critical Mass ist dann Richtung angemeldete Versammlung. Es waren unglaublich viele aus anderen klimaaktiven Vereinen, also ich glaube, die Fridays waren dabei, Klimanetz Heidelberg war dabei, aber auch andere. Und ein Teil ist eben dann abgebogen und andere sind dann auf der Straße geblieben. Genau. Bisschen schade war, dass es relativ schnell aufgelöst wurde. Also die Versammlung wurde auf der Straße nicht anerkannt. Wir sind dann mit 11, 12 Bienen, glaube ich, auf der Straße geblieben. Dann gab es Durchsagen, dann wurde geräumt, und dann gab es, während die eine Gruppe schon gekesselt mit Polizist, die auf der Seite war, haben sich andere nochmal spontan entschieden, dann doch nochmal auf die Straße zu gehen. Es war sozusagen die zweite Welle. Und ja,
sehr positiv in Erinnerung hatte ich den ganzen Support, wir hatten die Rhythms of Resistance TrommlerInnen dabei, die ziemlich laut waren und getrommelt haben. Und wir haben dazu gerufen und gesungen. Das war sehr schön. Und ja, viele, viele UnterstützerInnen auf den Gehwegen. Und ich glaube, also auf der Mahnwache waren viele, also ich weiß jetzt keine Zahlen, ich glaube, Juri ist irgendwo dabei, vielleicht kann er mich korrigieren, aber es waren bestimmt 90, 80, 90 Leute dann nochmal bei dem angemeldeten Teil. Und ich glaube, in Bezug auf Vernetzung in Heidelberg ist es ein voller Erfolg, dass die gesehen haben, wie es ablaufen kann, wie es abläuft. Wir hatten auch wieder diese Gerechtigkeitswaage dabei, mit verschiedenen Szenarien, Klimaszenarien, die wir in Karlsruhe bei der UV schon hatten. Das war auch ein schöner Programmpunkt. Soweit. Ja, auch dir vielen Dank fürs Teilen und ja, total schön zu hören. Das scheint auch ja super, super kreativ da gewesen zu sein und genau mit vielen verschiedenen Leuten einen Raum zu haben. In Bremen habe ich auch gesehen, da gab es auch einen Elefant, der da in diesen Raum gestellt wurde, in diesen Protestraum, der dann auch geräumt wurde. Und ja, das waren total die schönen Beispiele, fand ich eigentlich für die ungehorsamen Versammlung, wie wir sie uns ja auch gemeinsam am Anfang vorgestellt haben, dass es eben ein Raum ist, wo auf jeden Fall Widerstand geleistet wird, wo gestört wird, wo sich dann auch nicht an die Anweisungen gehalten wird der Polizei, wo dann eben ein Teil dann bereit ist, dann auch sich den Anweisungen ja nicht Folge zu leisten, dass man das aber trotzdem gemeinsam machen kann. Also einen Raum zu schaffen, wo alle zusammenkommen können, wo auch Vernetzung stattfinden kann. Wir haben gehört, Fridays for Future-Gruppen waren irgendwie auch dabei. Und so können wir durch unser Handeln, durch dieses Schaffen der Räume, das auch alles so ein bisschen auflösen, diese ganzen Scheindebatten, die immer geführt werden. Wer hat denn jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und so weiter? Wir sagen ja ganz klar, wir brauchen dieses Konfrontieren, dieses Rütteln und nicht dran vorbeikommen und dementsprechend auch dieses Widerständige. Und deswegen wollen wir ja auch, dass diese Räume auch immer das in sich tragen, dass das auch ein ganz wichtiger Teil davon ist, eben bei diesen ungehorsamen Versammlungen, weil das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass wir auch immer wieder zeigen, uns selbst und auch den anderen, dass wir müssen ja das Handlungsfenster von dem, was wir gerade so machen als Zivilgesellschaft, um die Klimakatastrophe zu verhindern, um den aufkommenden Faschismus irgendwie was entgegenzusetzen, dass wir dann ein Handlungsfenster haben, was effektiv sein kann, wo ich mich widersetze, wo ich dann eben auch schon ja als eine bestimmte Gruppe an Menschen wirklich einen Unterschied machen kann, anstatt einfach immer weiter ignoriert zu werden, was wir alle nicht mehr so richtig haben können. Deswegen sind wir hier zusammen. Und ja, dass diese Erfahrungen überall jetzt gemacht werden können, ne? Von Aschaffenburg bis Bremen, Heidelberg, dass es ja die Möglichkeit gibt für Leute, die vorher vielleicht ja das mal gesehen haben, aber vielleicht noch nicht selber gemacht haben, das jetzt tun können. Also widerständig zu sein, einfach mal sitzen bleiben, zu gucken, wie es sich anfühlt, was passiert. Und ja, können euch auf jeden Fall und wollen euch auf jeden Fall ermutigen und ja, da weiterzumachen, diese ungehorsamen Versammlungen weiter stattfinden zu lassen. Auch gerade über die Wiederholung kann es dann ja auch nochmal immer was in Gang setzen, wenn erstmal die Leute auch vor Ort wissen, ah, okay, was passiert da eigentlich? Und dass man dann auch vielleicht beim zweiten und dritten Mal dazu kommt, vielleicht auch als andere Gruppe dann und so weiter und so fort. Aber ja, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr vielversprechenden Weg, der uns super vorbereiten wird für den kommenden Herbst. Okay, dann haben wir jetzt noch zum Schluss, genau, Carla aus der Kerngruppe berichtet jetzt noch was zu runden Tischen, ein Element, was jetzt eingebaut wird in unseren Europawahlkampf, wie wir da, genau, da die Leute aktivieren wollen. Carla. So, weiter geht's. Danke dir, Lars. Ich darf was erzählen zur EU-Wahl. Wir haben uns ja entschlossen, dort anzutreten und den Protest ins Parlament zu tragen. Aber wir wollen auch schon den Wahlkampf ganz schön aufmischen. Und deswegen wollen wir zeigen, wie man eigentlich so ein Programm für die Wahl erstellen könnte. Denn die meisten Parteien machen das ja, indem sie sich irgendwie in einem Raum zusammensetzen. Da sitzen dann ein paar privilegierte Leute zusammen und schreiben sich irgendwie ein Programm zusammen. Wir wollen es anders machen. Und dafür wollen wir runde Tische ins Leben rufen. Und das darf ich euch jetzt einmal vorstellen, wie das aussehen kann und warum wir das machen, was unsere Motivation da überhaupt hinter ist.
Was wir gerade sehen, ist, dass wir ganz schön am Arsch sind. Unser System zerstört sich gerade selber. Wir rasen immer weiter auf eine 2-Grad-Grenze zu und das wird uns konfrontieren mit Szenarien, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also mit Dürren, Waldbränden, Überschwemmungen in einem Ausmaß, was viele noch nie erlebt haben. Und wir können uns vorstellen, was damit einhergehen kann. Das können soziale Unruhen sein, das können Verwerfungen sein, aber das kann auch insbesondere sein, dass eine Ungerechtigkeit in der Gesellschaft einfach immer weiter ansteigt. Und dann ist einfach die Frage, was passiert denn dann? Was würde denn dann kommen? Kommt dann der Faschismus, übernehmen dann die Menschenfeinde, weil die solche Situationen ausnutzen, oder kommt dann eine Revolution der Demokratie? Ich finde, so kann man es ganz schön bezeichnen. Also kommen wir dann als Menschen zusammen und revolutionieren unsere Demokratie, wie wir die gerade haben. Und deswegen ergänzen wir jetzt quasi unseren Widerstand, von dem ihr ja gerade alle erzählt habt, um eine Form von politischer Störung. Die letzte Generation, die zeigt ja ganz schön entschlossen auf der Straße, dass wir eigentlich Ehrlichkeit in politischen Debatten brauchen. Wir rütteln Menschen wach. Wir sind in diesem entscheidenden Punkt in der Geschichte und da braucht es Protest. Und gleichzeitig stellen wir uns jetzt zur Wahl, um auch direkt im Parlament, also im politischen Weiter, so was jetzt gerade weiterläuft, ein Stachel im Hintern zu sein. Und dafür wollen wir, wie gesagt, ein Gemeinschaftsprogramm entwickeln, also ein Programm, was die Menschen wirklich wollen, um das dann ins EU-Parlament tragen zu können, wenn wir da einen Platz bekommen. Diese beiden Stärken, die gehen Hand in Hand, also die sind beide unerlässlich für eine Widerstandsbewegung. Also die Stärke, dass wir auf der Straße sind und dass wir gleichzeitig auch im Parlament unterbrechen und das Ganze in Richtung bewegen, wo wir glauben, dass Wandel geschehen kann. Und es ist wichtig, dass es an einem Strang zieht, weil dieses politische Projekt, was wir jetzt mit diesem EU-Wahlkampf oder mit der EU-Wahl generell starten, das kann uns eine Form von Legitimität verleihen und eine Form von moralischer Kraft, die den Protest auf der Straße einfach noch weiter untermauern kann und diesen Druck dadurch quasi noch mehr erhöhen kann. Wenn wir uns angeguckt haben, was in den letzten Jahren mit unserer Demokratie passiert ist, dann hat die sich wirklich auch weiter und weiter verändert. Es gab ganz viele Menschen, die glauben nicht mehr wirklich so richtig an das politische System, weil sie sich auch komplett davon abgekoppelt fühlen, weil sie gar nicht wirklich Teil davon sein können. Und diese Enttäuschung dem politischen System gerade gegenüber, die wird immer nur größer, wenn wir sehen, dass Ungerechtigkeiten einfach steigen, wenn wir sehen, dass Instabilität irgendwie immer ein größeres Thema wird, wenn für Menschen die Schulden irgendwie untragbar werden, dann wird, glaube ich, dieses Abgekoppeltsein vom politischen System immer stärker. Und das sehen wir jetzt schon, dass rechtspopulistische Parteien da draufspringen und versuchen, das quasi als Aufwind zu nehmen, das mitzunehmen. Und dem müssen wir einfach was entgegensetzen, weil es gibt eine Alternative zu aufkommendem Faschismus und das ist eine modernere Demokratie. Das ist also eine Modernisierung der Demokratie. Unser Plan, der ist ja nicht, dass wir jetzt einen ganz normalen Wahlkampf machen. Wir wollen nicht so ein normales Programm erstellen, in dem wir uns mal in den Raum setzen und gucken, was wir brauchen. Für uns ist der Rahmen von unserem Programm ja auch ganz klar, weil das sind die Forderungen der letzten Generation und das ist eine Form von sicherer und gerechter Welt, nach der wir streben, die wir uns für alle wünschen. Und unsere Werte leiten uns da. Das ist ganz klar. Aber wir wollen jetzt auch gucken, wie können denn Details von sowas aussehen? Und was wünschen sich denn die Menschen eigentlich gerade? Und Menschen fühlen sich gestärkt, wenn man in einer Gemeinschaft zusammenkommt. Und Menschen haben auch Bock auf Mitbestimmung. Man denkt das öfter nicht, aber wenn man ihnen sie bietet, dann haben sie auch Lust auf Mitbestimmung. Es gibt ja schon das Projekt Menschlichkeit, falls ihr davon mitbekommen habt. Die versuchen langfristig in lokalen, ja, in Orten lokal Versammlungen aufzubauen und Demokratie so richtig miteinander zu üben und zu lernen und zu trainieren, um zu lernen, wie funktioniert denn eigentlich Demokratie? Was passiert denn, wenn wir uns eigentlich mal alle an einen Tisch setzen und darüber sprechen, was wir wollen oder was wir brauchen und was wir uns wünschen? Und wir wollen jetzt aber dieses konkrete Momentum, was wir vor der EU-Wahl haben, nutzen und konkret gucken, wie können wir eine tiefere Form von Demokratie jetzt schon im Wahlkampf quasi machen, um eine Form von Gemeinschaftsprogramm irgendwie für das Europaparlament zu entwickeln. Und dafür wollen wir Menschen zu runden Tischen einladen. Also dazu einladen, zu sprechen über die Lösung und dann, was quasi unser Programm werden soll. Wie soll das aussehen? Wir laden zu sogenannten runden Tischen ein, die dann in 10, 20,
vielleicht 25, vielleicht 30 Orten, kommt darauf an, wie viele Leute Bock haben, sowas zu organisieren, stattfinden und sich an einem Abend zusammensetzen und sprechen. Und für sich in diesem Rahmen von den Forderungen der letzten Generation mit dem gemeinsamen Ziel und unseren Werten die fünf wichtigsten Punkte rausarbeiten, was sie sich wünschen. Es kann was ganz, 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 ganz Unterschiedliches sein, was an jedem Besprechungsabend da rauskommt. Aber diese fünf wichtigsten Punkte, mit denen zieht dann eine Person aus dem runden Tisch an einen bundesrunden Tisch, wo dann vielleicht die 30, 40 wichtigsten Punkte zusammenkommen und da nochmal besprochen werden. Und am Ende ziehen wir daraus unsere fünf Kernelemente, die dann das Gemeinschaftsprogramm, also das erweiterte Programm quasi für die EU-Wahl darstellen sollen. Das kann richtig geil sein. Wir haben letzte Woche so einen Kick-off-Call gemacht, wo Menschen, da waren 40 Menschen, die Bock haben, sowas zu organisieren. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, lasst mal eure Kontakte irgendwie bei mir privat im Chat da. Die Lust haben, sowas zu organisieren. Das begeistert, das motiviert, wenn man wirklich Menschen mal diesen Raum gibt, wo man sie auffordert, ihre Meinung zu sagen. Ganz oft werden wir gar nicht nach unserer Meinung gefragt. Ich meine, wählen ist ja auch irgendwie nur so ein Kreuz machen, aber wirklich mal an einem Tisch zu setzen und mal die Meinung sagen zu dürfen, das kann richtig empowernd und bestärkend sein. Und das kann aktivieren, eine ernsthafte Rolle in der Gemeinschaft und in der Demokratie einzunehmen. Und wir haben uns das auch nicht ganz selber ausgedacht, sondern es gibt total viele Beispiele in der Vergangenheit, wo Ähnliches schon geklappt hat. Beispiele sind zum Beispiel Wahlkampagnen in Barcelona und in Madrid 2015, die sowas Ähnliches genutzt haben. Es gab eine Riesenaktivierung der Bevölkerung durch Bernie Sanders, zum Beispiel in den USA bei seinem Wahlkampf. Runde Begriffe sind auch als Begrifflichkeit, runde Tische sind auch als Begrifflichkeit angelehnt an runde Tische, die es 1989 und 90 nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gab. Und unsere Schwesterkampagne in den USA, die haben Ähnliches vor in einer viel, viel größeren, größeren Form zu deren Wahlen im Herbst. Und es gibt zum Beispiel Ungarn, Beispiele für Ungarn, die mal ein selbstorganisiertes Referendum nach Olympia gemacht haben oder in Griechenland in der Wirtschaftskrise. Also da gibt es einfach Beispiele, wo so mehr Demokratie schon mal gut funktioniert hat. Und dem wollen wir uns einfach auch bedienen, das ausprobieren, um dann irgendwie neben unserem Widerstand auf der Straße auch auf dem Weg ins Parlament eine neue Demokratie schon leben zu können und zeigen zu können, was bedeutet das denn einfach, und diesen Diskurs auch zu prägen, das Menschen an die Hand zu geben, und zu zeigen, wo eigentlich die wahre Macht liegt oder wo sie liegen wollte, nämlich in der Schaffung von einer Massenbewegung auf der Straße mit direkten Aktionen und Versammlungen, die genutzt werden, um ja eine Kultur zu schaffen und die dann Politik verändert. Danke euch. Danke, Carla, dass du uns da genau reingeholt hast, was da jetzt gerade so passiert im Wahlkampf. Und ja, lass uns gemeinsam überall Staub aufwirbeln, so wie wir das schon ganz oft gemacht haben und schon kennen auf der Straße und ne, an den Orten der Ungerechtigkeit immer vermehrt das zu tun. Und jetzt auch sozusagen beim politischen, ja, auf der normalen politischen Bühne sozusagen auch da Staub aufzuwirbeln, dass es kein Rumrum mehr kommt, sich mit den wichtigen, ja, mit den drängenden Fragen unserer Zeit auseinanderzusetzen, dass es kein Weiter so gibt, kein einfach weiter ins Verderben. Und ja, und dafür ist es, glaube ich, richtig, richtig gut, dass wir da jetzt auf dem Wahlzettel stehen. Und da das alleine wirbelt, glaube ich, schon ganz schön viel Staub auf und ist manchen echt ein Dorn im Auge, dass wir da die jetzt in ihrer Arena sozusagen da auch noch nerven und nicht nur auf der Straße und in den Talkshows und in den Mediendiskussionen, wie wir das schon, ja, sehr, sehr gut hinbekommen haben. Vielen Dank euch, dass ihr das euch heute angehört habt, dass ihr live dabei wart oder in der Aufzeichnung. Und ja, weiter, immer weiter. Bis zum nächsten Mal. Und hier vor Ort können wir jetzt noch in kleinen Gruppen uns austauschen. Macht es gut.